Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Ja, mal heute mal wieder zu einer neuen Lotus-Folge. In dieser Folge werden wir uns heute ein paar Sachen angucken, da wir einiges zu zeigen haben, was aber jetzt nicht vollständig eine Folge füllen würde. Deswegen dachte ich mir so, gut, dann machen wir heute mal so ein paar Sachen in einem Video. Und wir befinden uns aktuell auf der Karte Ficta Minga. Die hatten wir jetzt ja nun schon zweimal gehabt, jetzt hier bei uns im Let's Play, sind sie ja schon mit Straßenbahn und Bus abgefahren. Und ja, Dr. Black Error und Team haben sich dann mal zu Wort gemeldet, haben mal in die Kommentare gepostet und man sollte doch mal ein bisschen die Augen aufhalten. Und darum geht's uns nämlich heute. Denn hier hat man sich ein kleines, nettes Future einfallen lassen. Und zwar, dass die Karte doch ein bisschen, ich sag mal, ja, lebendiger wird, ein bisschen, ja, interessanter wird tatsächlich. Und zwar handelt es sich hierbei natürlich um die sogenannten Easter Eggs. Ja, das wurde bei uns in die Kommentare gepostet, dass es hier Easter Eggs gibt in, ja, auf der Karte Ficta Minga. Und wie die aussehen und so weiter, wo man sie findet eventuell, das möchte ich euch natürlich hier heute in dem Video zeigen. Allerdings, ja, zeige ich euch nur eins, ja, damit ihr in etwa wisst, wie das Ganze ausschaut. Ich will euch natürlich nicht den Spaß nehmen, danach zu suchen. Insgesamt weiß ich jetzt, wo 4 Stellen sind. Ich glaube, von insgesamt 5 oder 6 Easter Eggs, die hier verteilt sind auf der Karte Ficta Minga. Also von daher, ja, Augen auf und vielleicht findet ihr das ein oder andere Easter Egg. Als kleines Dankeschön, falls ihr das Ganze findet, könnt ihr das natürlich posten. Ich denke mal auf der Lotus-Seite, dass ihr da eventuell ein Easter Egg gefunden habt, vielleicht noch mit einem Bild oder sowas. Und sollte das noch ein Easter Egg sein, was noch nicht gefunden wurde, ja, wird das Ganze natürlich dann eingetragen, dass du der Erste warst, der das Ganze gefunden hat. Und auch meine Wenigkeit hat tatsächlich eins gefunden und da wollen wir, wie gesagt, heute mal hinfahren und wollen mal anschauen, wie das Ganze halt dementsprechend so aussieht. Ja, heute sind wir hier mal mit unserem KT unterwegs, von daher würde ich mal sagen, gut, wenn wir mal hier so ein bisschen schnell mal vorbereiten, ja, das ist immer so ein bisschen, Spiegel einstellen macht sich von innen natürlich immer am besten, aber die Funktion ist leider noch nicht verfügbar. So, steigen wir mal ein. Mittlerweile so viele Spiele, dass ich mittlerweile echt nicht mehr so von der Steuerung weiß, ja, was ich hier drücken soll. So. Hier, das war das Ganze. So, Stromabnehmer nach oben. Und, ja, dann werden wir mal kurz warten. So, Strom ist da. Und zack, da haben wir ihn. So, wundervoll. Ja, Spiegel ist natürlich nicht eingestellt. Naja, es ist was wurscht. So, Türen sind zu, deswegen können wir sagen, jetzt los geht's. Wir wollen abfahren. So, ich glaube, wir müssen hier tatsächlich rechts rum. So. Jetzt wollen wir mal warten, bis wir jetzt hier unser Signal bekommen. Ist das falsche? Ja, wie gesagt, also insgesamt 5 oder 6 Easter Eggs gibt's. Wir waren im Livestream auch ein bisschen unterwegs gewesen und natürlich war auch schon der Dennis unterwegs im Livestream. Und da haben sie sich natürlich auf die Suche gemacht, wo man sie natürlich findet, ja.
So, Türen auf. Und zwar, ja, sind wir natürlich schon am Ziel angekommen. Hier finden wir ein Easter Egg direkt hier in diesem Häusergetümmel. Ja, fällt natürlich immer so ein bisschen auf, ne? Außer hier ist jetzt nicht ganz so ausdetailliert. Und wenn wir jetzt hier mal so rüberlinsen, ja, sehen wir eigentlich relativ wenig, ne? Man sieht Gebäude, Häuser und alles sowas, ne? Aber wenn wir jetzt hier mal die Kamera so ein bisschen bestimmt schwenken, sehen wir nämlich hier. Ja, lol, Jufa war hier. Ne? Also, das ist zum Beispiel ein Easter Egg. So sieht das Ganze dementsprechend aus. Ja, also, solltet ihr eventuell auch sowas Ähnliches gefunden haben, dann kann das schon sein, dass ihr schon richtig wart. Ja, dass ihr eventuell ein Easter Egg gefunden habt. Ja, sie müssen nicht immer rot sein. Sie können auch eine andere Hintergrundfarbe haben, mit schwarzem Text zum Beispiel. Ne, also, da sind die Grenzen alle offen. Ja, aber das war zum Beispiel ein Easter Egg und ja, einfach so vom losen Vorbeifahren findet man es nicht. Auch bin ich hier an der Stelle im Livestream hier natürlich durchgegangen. Ne? Ich habe ja auch nichts gefunden als erstes, ja. Und dann hieß es dann einfach bloß, du bist voll an dem Easter Egg vorbeigerauscht. Und da musste ich dann so meinen Blick ein bisschen konzentrieren tatsächlich. Und hier habe ich es dann gefunden. Und das finde ich eigentlich eine relativ coole Sache. Es animiert halt die Karte, sich mal genauer anzugucken. Eigentlich das, was ich ja gerne mache, mir Karten genauer angucken. Aber tatsächlich ist das alles bei mir absolut untergegangen, dass ich das gefunden habe. Ich wusste auch gar nicht, inwiefern man da so Easter Eggs zum Beispiel verbauen kann. Ich dachte, man immer so, man guckt oben drauf und dann gibt es hier irgendein bestimmtes Muster oder irgendwie sowas. Aber nein, das sind halt wirklich so kleine Objekte, die hier gebastelt worden sind und dann halt praktisch hier eingefügt worden sind. Also finde ich eine coole Sache. Ja, ich finde sowieso die Karte Victaminga ist eine sehr schöne Karte, ist eine Multiplayer-Karte und wir sind hier auch im Multiplayer bereits gefahren und wir müssen ganz ehrlich sagen, also es ist mit einer der Karten, die beste Performance im Multiplayer hat. Ja, also ich hoffe, dass es hier auf jeden Fall weiterhin mit so einer Qualität gearbeitet wird. Na, man hat natürlich schon gesagt, ne, man gibt sich große Mühe, man wird es natürlich versuchen wollen, man versucht es natürlich umzusetzen und so weiter und so fort. Also hier ist natürlich die Karte noch relativ weit am Anfang. Ne, man muss auch noch gucken, ja, wo geht die Richtung Lotus hin? Ja, was kommt eventuell als nächstes und was kann man eventuell als nächstes machen und so weiter und so fort. Also das ist ja alles riesen hochgesetzt. Ja, da muss man mal ein bisschen gucken. Ja, wie weit es dann natürlich noch geht. Aber auf jeden Fall ist das mit einer der schönsten Multiplayer-Karten, die ich bis dato jetzt gespielt habe, weil ja, man hat ja einfach schon relativ viel, ne? Man kann hier schon relativ viel fahren. Also ich freue mich natürlich auf immer weitere Updates hier rund um die Karte Victor-Minga. So, wir werden uns jetzt eine weitere Karte angucken, die online gegangen ist jetzt vor einigen Tagen und dazu ja, switchen wir einfach mal kurz So, rüber. damit befinden wir uns auf der nächsten Karte, die jetzt, wie gesagt, vor einigen Tagen im Steam Workshop erschienen ist. Das Ganze wurde am 23. Februar veröffentlicht, wurde jetzt zuletzt am 24. Februar aktualisiert, also zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme. Und es handelt sich dabei um die Karte Bonner City. Das Ganze wird erstellt oder wurde erstellt von Bonner Garage, Bonner Garage, ja, irgendwie sowas in der Richtung. Und benötigt viele Objekte, ja, und mit dem Titel Hi, das ist meine Map. Aktuell ist das alles, was wir hier aktuell sehen. Das ist das ganze Gebaute an sich. Natürlich muss man hier sagen, ist schön gebaut, ne? Schön sauber. Die Einfahrt hier, die sieht natürlich ein bisschen eigenartig aus. Die Wendeschleifen hier allerdings sehen sehr interessant aus. Das ist natürlich auch mal Kunst, kann man hier schon sagen. Ne? Aber das Lotus, das mit, weißt du, das sind immer so die Sachen, die ich nicht verstehe. Einfache Sachen, weißt du, da kommen ein Berechnungsfehler rein. Sowas macht Lotus hier ohne Probleme, ja. Großartig. Nein, aber wie gesagt, das ist hier zum Beispiel so ein kleines Stück, wo man hier schon sagen kann, das sieht echt sauber aus, echt ordentlich. Ne, Straßen hier, auch mit der ganzen Straßenmarkierung hier, ja, sieht das alles schon echt toll aus. Aber es ist jetzt halt natürlich noch nicht so viel präsent, dass man jetzt sagen kann, ja, dass man sie jetzt hätte fahren können oder sowas. Also da reicht es einfach mal kurz mal so rüber gescrollt über die Karte und dann oder den Ausschnitt und dann einfach mal so ein bisschen zu zeigen und ein bisschen Mut zuzusprechen. Ich weiß, das kann manchmal ja echt anstrengend sein, hier so ein bisschen in Lotus zu bauen.
Aber ich denke mal, wenn man den Dreh raus hat, dann klappt das Ganze schon. Und ganz ehrlich, wenn er das schafft, hier, das hier, dass hier keine Terrarfehler drin sind, ja, dann glaube ich, hat er keine großen Probleme. Und es ist nirgendwo ein Terrarfehler drin. Ja, also, das hat er hier alles perfekt geschnitten. Also, das schaut schon ganz gut aus hier. Das muss man mal lassen. Und ja, dann würde ich sagen, switchen wir zur nächsten Karte, die erschienen ist im Steam Workshop. So, und die letzte Karte, die jetzt frisch erschienen ist am 24. Februar, da wurde sie auch zuletzt geupdatet, ist die Karte Mainz Map. Also nicht wie das Mainz geschrieben, wie der Ort Mainz, ja, sondern wie Mainz, also M-E-I-N-S Map. Ja. Und das Ganze wurde gebastelt von Firestorm mit keinerlei Beschreibung oder sonstiges. Die Objekte sind sehr, sehr überschaubar tatsächlich. Also da muss man wirklich sagen, schaut ganz gut aus. Ne? Also hier haben wir schon mal den ersten Blick, zumindest schon mal von der Draufsicht. Ja, also auch hier ist noch nicht allzu viel verbaut worden. Ein Stück mehr als Bonner City tatsächlich. Ja, und ich finde auch schön, wie er das Ganze hier so abwechselnd baut hier, dass das halt nicht immer so eintönig aussieht. Hier sogar mit so einer kleinen Überhöhung. Auch hier, wie gesagt, keine Terrarfehler. Also ich glaube, Lotus hat es wohl langsam in den Griff bekommen, ja, dass das Ganze nicht mehr so ausartet tatsächlich. Und ja, eigentlich hier richtig schön verbaut. Das müssen wir mal lassen. Ja, das sieht hier schon extrem hübsch aus mit diesen ganzen Gehwegen, ja, um die Kirche rum und so weiter und so fort, ja. Also das kann sich hier schon sehen lassen, ja. Auch hier, wie gesagt, die kleine Haltestelle hier mit dem Lämpchen hier und so weiter und so fort, ne. Hier haben wir noch ein Netto, ja, auch hier wirklich die ganzen Fahrbahnmarkierungen hier platziert und so weiter, ja. Also das ist schon so kleine Detailausarbeitung, ja, wie ich sie sehr mag tatsächlich. Also, hier muss man sagen, schade, ja, dass noch nicht mehr verfügbar ist. Ich hoffe natürlich, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Aber man muss hier schon sagen, die Oberleitungen sind hier auch schon da. Ne? Wir haben hier eine kleine Baustelle drin. Ne? Da hat man, guck mal, das hat man sogar vertieft hier. Ja? Also, das sind so eine kleine Details, ja, stehe ich voll drauf, ja. Also das ist nicht einfach nur so da, sondern aber auch hier wieder, ach doch, da, guck mal hier. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, keine Terrarfehler drin, ja, das ist ja Wahnsinn. Also auch das hier schaut sehr, 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 sehr gut aus. Also das kann sich doch mehr als sehen lassen hier, ne? Also es ist schon mega abwechslungsreich hier, wenn wir hier uns das Ganze mal angucken mit der Straße und dem Gras und sowas. Hat er hier auf jeden Fall gut platziert, ne? Geht zwar ein bisschen unter die Erde, aber naja, gut, so hast du nur diese paar Stoppeln hier. Aber sonst sieht es wirklich sehr ordentlich aus, auch mit der ganzen Fahrbahnmarkierung. Also, gefällt mir auf jeden Fall so vom ersten Blick her schon sehr, sehr gut. Also beide Karten, Bonner City und ja, hier Mainz Map, ja, die ist sogar DEM-fähig. Würde mich aber interessieren, ob die dann auch Multiplayer-fähig ist. Wie gesagt, gibt ja keine Beschreibung dazu, dass man das Ganze dementsprechend ja, sich mal angucken könnte. Aber auf jeden Fall, ja, bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht mit der Mainz Map. Aber so der erste Schein auf jeden Fall, der sieht wirklich auf jeden Fall fantastisch aus. Also da muss man mal ein Lob aussprechen. Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Sache. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Repaint. Das wollte ich jetzt hier auch noch schnell mit in den Video packen, damit wir das Ganze dann auch haben. Und zwar hat der Nevio uns ein kleines Repaint gebastelt zu unseren 3500 Abos und hat dementsprechend so ein kleines Repaint hier erstellt von ÖPNV. Ja, mit, hat das Ganze natürlich gepostet auf dem Discord und hat dann geschrieben gehabt hier, ne, 3500. Hier sehen wir es dann auch nochmal, ne, ÖPNV-Simulation, 3500 Abos, mit ein bisschen Konfetti und so weiter und so fort. Hier sehen wir auch schon, guck mal hier. Alles Gute für 3500 Abos Bio, abonnieren ÖPNV-Simulation und feiern Sie mit ÖPNV-Simulation. Großartig, ja, also das schaut's doch wirklich ganz gut aus, ne? Also ist auf jeden Fall mega, mega lieb, dass er da sich ein bisschen was einfallen lassen hat, ne, mit dem Repaint. Gibt natürlich so kleine Mängel, ja, wo man sagen könnte, das könnte man vielleicht noch ein bisschen ausbessern. Ich habe jetzt in den Kommentaren gelesen, hier zum Beispiel, dass das hier nicht mal wirklich mittig ist, ne, das könnte man noch ein bisschen verschieben eventuell. Ja, das hier an der Seite finde ich auch ein bisschen überflüssig tatsächlich, ne, weil das ist ja hier an der Seite auch nicht, ne, dann würde ich das dann vielleicht
wegmachen und vielleicht hier an der Seite, ne, aber das sind jetzt nur so Sachen, die ich jetzt wahrscheinlich jetzt machen würde. So an sich, muss ich doch sagen, ist es auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr nette Geste, die der Nevio uns hier gebastelt hat für unseren Lotus-Simulator. Und ich bedanke mich natürlich bei jedem einzelnen Abonnenten, selbstverständlich, ja. 3500 Abonnenten ist nicht selbstverständlich, ja, also das muss man mal wirklich lassen. Jeder einzelne ist, ja, großes, großes Dankeschön, also... Man weiß immer nicht, was man denn immer sagen soll. Ne, unser nächstes großes Special liegt ja dann bei 5000 Abonnenten, ja, wo wir uns dann schon was einfallen lassen müssen, was Größeres, ja, dass wir da wieder mal einen Grund groß zu feiern haben. Ja. Deswegen lasst uns weiter hart arbeiten hier an ÖPNV-Simulationen und lasst uns weiterhin gute Videos machen, ja, dass das Ganze dann weiter wächst und gedeiht, der Kanal ÖPNV-Simulation. Ja, es gibt natürlich... ja, es gibt natürlich die Befürworter und es gibt natürlich die Gegenseite, ja, die diesen Kanal abgrundtief hassen müssen. Keine Ahnung warum. Aber so ist es halt, ne? Man kann ja nicht jedem alles recht machen. Geht halt einfach nicht, ja. Jeder hat andere Vorlieben und jeder hat natürlich andere Vorgehensweisen, wie man zum Beispiel ein Video macht und so weiter und so fort. Klar, reden ist eine schöne Sache, ne? Ich mag zum Beispiel keine Videos, wenn derjenige da nur spielt, aber nichts sagt. Aber der andere mag das dann halt wiederum, ja, der mag dann halt, wenn er spielt und derjenige die Klappe hält. Ja, so ist das, ja. Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Und von daher muss ich sagen, also vielen, vielen Dank an 3500 Abonnenten. Ihr seid die Besten, ja, ihr seid die beste Community, definitiv. Und hoffe natürlich, dass wir weiterhin viel, viel Spaß hier haben werden auf ÖPNV-Simulation. Und besser kann man die Folge nicht beenden, als jetzt Dankeschön zu sagen, dass ihr dabei wart. Dankeschön, dass ihr da seid und hoffentlich natürlich bis zu einer neuen Lotus-Folge hier mal wieder auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's in der Bio, verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.